Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur weiteren Runde LS22 hier aus der Fichtal Version 2. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir müssen wieder ein bisschen Mineraldünger machen, meine Sportsfreunde. Nutzen soll es nichts und den dann verkaufen. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Silage können wir noch nicht machen. Gras ist noch nicht so weit. Deswegen schmeißen wir da wieder unsere Produktion in Mineraldünger. Leider nicht so viel, aber zumindest ein bisschen was. Ja, für die Schuhe kriegen wir jetzt auch nicht viel. Kriegen wir jetzt leider auch nicht viel. So, was können wir denn nur so verkaufen? Möchten wir ein bisschen Kohle machen? Ein bisschen Kohle. Direktverkauf, Direktverkauf, Direktverkauf. Das ist alles auf Direktverkauf. Da schauen wir mal, vielleicht. Ich tat ja gern. Da ist ein Stein. Steine da, die nehme ich gerne. Kalt. Weil das die eigentlich kurz wert ist. Hier ist. Die zwei sind auch was kurz wert. Acht Monate. Ziehen. Könnten wir uns an. Auswählen. Da könnten wir uns auch an. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch noch einen. Auch noch einen. Da, das passt gut. Und schon haben wir ein bisschen Kohle gemacht, meine lieben Sportsfreunde. Nein, wir haben Kohle gemacht. Du brauchst nicht mit dem Kopf schütteln. Wir haben jetzt Kohle gemacht. So, ich würde hier gern ein bisschen den Milchviehbetrieb halten. Das heißt, ba, ich möchte nämlich heute was pachten. Zwar, die gern hier. Das war auch nochmal so ein Milchhof. Die 3, die 4. Aufbau, Äpfel. Ah, was hab ich gesagt? 3 und 4, gell? 3. 4 ist eigentlich gar nichts. Da haben wir keinen Betrieb zu. Das ist einfach nur ein Hofgebäude zum Unterstellen. Hühner und Schweine wäre da herinten.
Schafe haben wir ja schon. Das Aquahof. Ah nein, da war noch mal der Orsahof. Orsahof. Jetzt müssen wir schnell schauen. Das ist das Sima? Also, der Orsahof sehen wir ja selber. Der Orsahof sehen wir ja selber. Das letzte Mal schon. So. Ja, wie gesagt, dann kannte man nämlich da nämlich schön mit der Produktion weiterfahren. Das war jetzt zwar zwar. Also. Das war der Dreierhof 246. 246. Wo 46? So. Da schauen wir uns jetzt das gleich an. Da müsste jetzt nämlich das Gebäude sein. So. Statt dabei. Das werden wir jetzt doch hat, das braucht man jetzt hat und nachher werden wir das dann auch kaufen. So, dann das noch hinten auf. Einer von, dann noch. Zu, was da? Story. So. Feiert, wenn es da so. So steht es mal. Ah. Jetzt. Hervorragend. Schaut gut aus. Hört mal. Jo. Normal vorhin. Passt gut. Das passt gut. Dann. Bringen wir jetzt schnell zurück. Okay. Na, füllen wir da mal da hinten auf. Mit dem Lodewohn.
Dann haben wir wieder ein neues Ziel zum Abarbeiten. Da die Ziele mal so. Würde ich hier mal so in meinen jugendlichen Leichtsinn behaupten, zweimal Mist, Wozi, sitzt da ganz gemütlich miteinander. Dann brauchen wir hinten zweimal ein Stroh oder dreimal ein Stroh. Das tun wir dann gleich mit dem Feintummi. Ja. Ich glaube, das ist so, dass das jetzt so eine gute Idee ist. Zweimal Mist, dann geht der Mineraldünger auf. Dann können wir jetzt auch den Mineraldünger dann, wenn wir jetzt wirklich genügend Mist haben, weil wir auf direkt verkauft haben. Dann müsste man eigentlich das ganz leicht da hinten ins Dach halten. Ich glaube, los ist Strohkuh nicht kaufen bei den Händler hinten. Das glaube ich, funktioniert nicht. Denn ich weiß nicht, der Niemandsland ist gegangen, die haben da so einen Trigger gehabt. Also ich sehe jetzt einmal, ich sehe wann. Ich sehe wann. Aber es macht nichts. Wir werden jetzt doch vier Rundbeulen kaufen. Wir werden jetzt noch vier Rundbullen krapfen und dann werden wir da hinten die braunen, glaube ich, züchten. Ich möchte gerne da einen rein, also die Holsteiner nur haben. Wir haben uns einen Tiertransporter ausleihen müssen. Den Traktor würde ich, den, was wir jetzt da gerade fast in den Haufen geschoben haben, den da die auch feiern, wenn es den. Ich liebe den Traktor mit dem Mittag auf der Seite. Ich sag's nicht ganz ehrlich, es ist, ich liebe den. So. 2000.
2. Nein, 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 nein. Das ist hier nicht. Möchten wir E4 hier vorne mitnehmen. So. Ja, ich weiß, es ist, wir haben nur 500.000 Kredit offen und ich brauchte schon wieder. Aber ich erhoffe mir halt dadurch eben mehr Einnahmen. Ganz einfach. Das ist der Hintergrund, den was ich habe. Ich hoffe mir da die Mehreinnahmen, ich hoffe mir da die aus der Tierzucht eben Kohle auszuholen. Wollen. Dass ich dann im Endeffekt hier das Ding kaufen kann. So. Ah, schauen wir mal, was kostet der Tiertransport? Ist an dem Angebot? Nein, ist nicht. Es gibt kein Tiertransport im Angebot. Tiertransport. Pferde, Pferde. Details. Ah, ja, geht eigentlich. Geht eigentlich. Schifft man da hinten eben die braunen. Soll jetzt wieder ein paar Monate dauern, bis wir da wieder. Wir haben ja gerade zwei Tiere. Was da wiederum, wir bekommen mehr Milch. So.
zweimal, das müssen wir so ein paar Mal bauen, einmal ziehen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich da Bullen auch dazu kaufen oder nicht? So. Abladen. Jawohl. 2 von 12. Jawohl. So. Gesundheit, Geschlechtsreife passt. 40%, 40%. Passt auch. Das lassen wir jetzt so heute. Strohhalms, das passt. Können wir den nämlich zurückgeben. Sparen wir uns nämlich das ganze Getöns, sag ich jetzt mal. Den Nachbarort umgefahren und Bullen holen. Wenn unsere Bullen einmal so weit sind, dann können wir sie auch kurz verkaufen. So. So. Ja, ich glaube, dass das passt. A-Werkstatt. Immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Entschuldige. Ich könnte, ich folge mir jetzt auch. Ah, nein, passt. Er braucht keine Zeit. So. Ich nehme mir mein Scheu-TV sitzen. Deswegen, oder sitzen. Stehe. Da bin ich gerade mit dem Ellbogen zurückgekommen. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen auf die Kohle schauen. Aber wir hätten jetzt da hinten ein paar Sorgen, wir haben da hinten. Sagen wir halt, bis unsere Ernte ein bisschen reif ist, der Honig passt. A.
Soweit kann man eigentlich A verkaufen. Würden Kohle grillen. Das ist zwar nicht das beste Verkaufsding, aber so, jetzt hat bei uns entdeckt. Aber zumindest bist du ja gar nichts, das ist so. Dem schon HP-Konzentration. Hier auch die. Da schon bei 800 Liter. Das passt da gut. Haben wir gleich auf hier auf dem Hänger. Wie das? Wie das, meine lieben Sportsfreunde? Ist durch ein neues Update gekommen. Ist durch ein neues Update gekommen. Ah, wo haben wir es denn? Honig. Gar in der Bühne. Da wohne ich 700, ja knapp 800 Liter. Jetzt war es interessant, wie kriegt man den wieder raus? Mit dem Kipper oder mit dem Ballenlaufliga. Ich schmeiße jetzt einfach mal die da rein. Also das ist jetzt für mich auch neu. Ich komplett, ich bin ein bisschen perplex, ich merke es. Aber das probieren wir jetzt gleich aus in der Folge. Das probieren wir jetzt gleich nochmal aus in der Folge. So. Ach, das war ja aber gelacht. Diese Wasser finden dann. Also, ich hab's nicht gewusst, dass dies so geht. Also, ich hab's wirklich nicht gewusst.
So, schauen wir mal. Also mit denen geht's nicht. Die links, rechts, alles Spanngurte lösen. Okay. Also mit denen geht's nicht. Schau mal, gibt es vielleicht ein eigenes Unikfoss? Und Tiere? Könnte ja sein, dass da etwas gibt mit Honig und ich weiß das gar nicht. Ja, da so und das. So, jetzt bis auf diverses. Ja, schau, da gibt's ein eigenes Honigfassel. Also ich gehe mal davon aus, dass dies Honig ist. Schauen wir gerade nur sich selber. Na, Schafsmilch ist. Schafsmilch ist es. Schon wieder. Hätten wir schon wieder fast falsch gehabt. So. Das möchte ich jetzt schnell ausprobieren. Das ist so ausprobieren. So. Kommst du ran? Kommst du ran? Bitte aufsitzen. So, ciao, Befüllung starten. Heu, Stroh, Schnee, Keuch, das Keuch. Schön. Kriege die bitte Asche her. Weizen. Okay, wir kriegen dann den Honig aus. Das ist jetzt die nächste Frage.
Das ist jetzt echt interessant, meine Sportsfreunde. Ich werde an dieser Frage dranbleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen zum Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat. Da kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, sodass, wenn es hier aus der Fichtal-Version 2 weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst du noch meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinen Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.